Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Mikrofon habe ich auch schon mit dabei. Herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Video. Kommen Sie doch einfach mal rein in die gemütliche Bude hier. Ja, das ist mein Haus und das werden wir uns jetzt mal ein bisschen angucken, Roomtour-mäßig quasi. Ja? Wir sind hier in einem alten Gasthaus, ne? Till? Gasthof. Gasthof. Sorry, Gasthof auf jeden Fall. Ich habe jetzt Angst, welche Stockwerk tiefer zu stehen. Wie tief geht das? Nicht tief. Aber der kriegt noch einen Gang lang. Nee, hier unten ist Ende. Was hast du denn da Schönes? Den guten Blütenhonig. Blütenhonig. Cremig. Ach, du bist so... Du bist ja dahin. Ich hätte nicht gedacht, dass so was. Machst du das auf? Bist du bekloppt? Die Treppe des Todes. Gottes Willen, Alter. Das ist massives Holz, das ist noch Vorkriegszeit, das hält. Du, erzähl den Zuschauern mal, wie viel du wiegst. 70 Kilo. Ich wiege 115. Lass mal runtergehen. Guck mal, die Treppe so hält. Du musst gleich einen Waschbär anspringen oder so, ne? Ach, ist da noch was Interessantes? Da liegen Kohlen. Also so Kohlestückchen. Ja, das ist normal. Da wird mit Kohle viel geheizt. Hier, Tobi, nimm mal bitte die Kamera. Film du da unten mal. Ich komm da nicht. Ich geb's auch nicht ab, ne? Ein bisschen viel. Den Fischaugeneffekt aktiviert. Ich hab gar nichts gemacht, nein. So, so kann ich jetzt. Fischaugeneffekt. Ihh, was ist das denn? Da wächst ein Pilz? Oder was ist das? Alter, die Kellerasseln da. Guck mal hier, Tobi. Ja? Da wurde damals die Kohle von außen, da ist ein LKW von außen reingefahren. Da haben sie die Kohle hier in diesen Schacht reingeschmissen, dann hat sie aufgemacht. Dann hat sie die Kohle hier gesammelt und wurde dann in den Verbrennofen. Boah, da hinten sehe ich gerade, guck mal. Ja. Oh, das ist doch ein schöner Ölkessel hier, oder? Boah, warte, eins müssen wir kurz machen. Der ist offen. Der Kühlschrank. Der ist offen. Pass auf, Resident Evil 7, bleibst du denn jetzt ein vergammelter Rahmen drin ist, dann bin ich raus. Du sitzt ein bisschen ernüchternd, du. Dachte jetzt ein bisschen Nutella schlecken oder so. Da müssen schlimmere Kühlschränke. Oder den guten Camembert. Das ist Camembert. Das war doch Camembert. Das ist Camembert oder wie man es schreibt. Jungs, was denn jetzt? Moment, Mam oder Moment? Chattet euch mal! Denkst du, hab ich echt ein bisschen Schiss, dass hier die Nachbarn das irgendwie sehen, ne? Die Lampen leuchten. Das sieht so aus, ob hier zwischendurch wirklich nochmal jemand ist, Alter. Tatsächlich? Ja. Hier sogar Besen rein. Lektüre, boah, geil. Western-Bestseller. GF Ongel, oder wie auch immer man das ausspricht. Mann vom Big Muddy. Alter, wie verwinkelt das ist, ne? Das ist krass, ne? Das wirkt von außen mega klein. Das ist voll das Harry Potter-Haus hier. Was denn, hä? Hier geht's im nächsten Raum. Und in noch. Was? Was ist das denn hier? Aber wir sollten mal ein bisschen leiser sein. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch irgendwie ausrastet ins Dach raus. Deswegen sei ich ja nicht so laut. Oh, der Kühlschrank. Komm, jetzt kommt er rein. Das ärgert, dass ich beim Tisch. Siehst du, und das Haus ist auch schon. Ich hab nicht einmal verloren. Drüben geht's noch mal. Stall hier, ne? Das ist aber kein Problem, wenn ich euch filme, ne? Und das ins Video reinnehme. Lass es auch machen. Ein paar Stunden später. Arschloch! Weißt du, wo du wohnst? Du bist zur Polizei. Ich probiere es mit. Du weißt, wo dein Haus wohnt. Ich weiß, wo dein Haus steht. Oh, jetzt wird's interessant. Ich hab mal aus. Bestimmt Kinderkopf oder sowas. 1994. Das geht noch. Komm mal her mit der Kamera. Oh, kannst du mal richtig noch die Preise und sehen? Dann ist auch D-Mark. Oh, da waren noch Zeiten. Guck mal, spiel dir eine Kamera. Geil. Und mit der Anlage spielen wir dann die Muffin für den. Genau, die machen wir fett. Nee, für die Tonaufnahme. Guck mal, das ist. Oh, das musst du dir mal vorstellen. Das ist so ein Gerät. Da kannst du Musik drin speichern und dann unterwegs hören. Oh nee, das fasse ich lieber nicht an. Sieht doch noch fresh aus. Das lebt schon, das läuft nicht weg. Was mag ich denn? Kein Problem.
Man merkt, wie man durchweicht, aber... bloß vorsichtig jetzt. Ja. Also alleine, wenn ich überlege, dass unten schon der Boden eingebrochen ist. Kannst du mal die Schnauze halten? Wusstest du, dass es damals, dass sie damals ziemlich gefuscht haben auf den Baustellen? Gerade die Maurer. Tobi, wenn du nicht gleich die Fresse hältst, ne, dann fliegst du mit der Kamera aus dem Fenster. Das ist ja ein Schock fürs Leben so. Kannst du die Kamera dran halten? Das wäre eine coole Aufgabe. Ey, wie cool. Das Dach. Aber das Dach sieht voll gut aus. Deine Lampe, das ist echt die falsche Frage. So, liebe Zuschauer, ihr könnt mitraten. Geht dieser Lichtschalter noch oder geht er nicht? Kommentiert es jetzt. Oh, hättet ihr mal auf Nein getippt. Ja, das ist die Seite. Also ist das hier das Wohngebäude? Aber hier waren wir doch noch nicht, oder? So krass ist das hier. Und man muss dazu auch sagen, das ist jetzt gerade mal hier bei mir vor der Haustür. Hätte ich nicht gedacht, dass hier sowas Interessantes ist. Nicht schlecht. Was? Alter. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, das war so ein kleines Haus von außen. Tobi, sieht aus, als willst du noch mal an einem Glas liegen? War das eine Wurst oder nicht? Kommentiert. Es war eine Wurst. Und jetzt lebt es. So, liebe Freunde, das war es jetzt aber erstmal gewesen mit diesem kleinen Video. Wir haben das Ganze jetzt einfach mal ganz spontan aufgenommen. Keine Ahnung, was daraus wird. Ich gucke einfach mal. Das Gute ist schon mal, heute keine Vandalen getroffen, die sich im Endeffekt darüber beschweren, dass ich die irgendwie gefilmt habe, obwohl sie eigentlich gesagt haben, dass es okay ist. Genug davon. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss, euer Tobi Toast.